Axel, abwarten, bis wir uns melden. Wir können dein Rad auspacken. Na, echt? Komm rüber. Also wenn die alle hier sind und der korrekt gelabelt ist, dann ich bin dabei. Live. Beziehungsweise vom Lackierer, der uns die Open-Rahmen lackiert hat. Die gibt es ja in Ready to Paint. Das heißt, man sucht sich einen eigenen Lack, eigene Farbe, was auch immer aus. Und das Rad ist für einen Mitarbeiter von uns. Der macht das als Firmenfahrrad. Das ist vielleicht für euch auch mal interessant. Ich halte das hier in die Kamera. Dienstfahrrad. Das machen wir über die bikeleasingservice.de. Da haben wir super Erfahrungen mitgemacht. Also, dann spart man ein bisschen Geld, wenn man das Rad fährt. Muss man mit dem Arbeitgeber absprechen. Wir als Arbeitgeber machen das natürlich für unsere Mitarbeiter. Und wir fangen jetzt mal an, das Ganze auszupacken. Du kannst ja schon mal aufmachen. Und vielleicht gehe ich mal rüber zu Axel und sage ihm Bescheid, was sein Rad da ist. Das wäre eine Maßnahme. Ja, das soll blau-schwarz sein. Riesige Überraschung, wenn nicht. Ja, riesige Überraschung, wenn es das nicht ist. Wir haben nachher noch einen matt-weißen Rahmen, den wir auch noch auspacken im Anschluss für einen Kunden. Aber naja, ich bereite es mal vor und du kannst ja mal den Axel holen. Axel, wir können dein Rad auspacken. Na, ey, komm rüber. Ich bin dabei. Live. Ist das? So ganz sicher sind wir uns noch nicht. Okay. Darf ich mal reingucken? Ach, das reicht dir eigentlich. Ne? Mehr brauchst du gar nicht zu sehen, oder? Super, Ingo, danke. Du hast den polieren lassen. Ein Läschen polieren lassen. Legen wir hier noch die Folie drauf vielleicht. So. Da strahle ich jetzt aber richtig. Gestern habe ich auf unserem alten Rahmen trainiert. Die Gabel können wir schon mal präsentieren. Das ist ein T-Logo auch in Schwarz innen lackiert. Ah ja. Von außen ganz schlicht gehalten. So muss er sein. Jetzt. So kann man ja aussehen. Ja, geht so. Ne? Die Gabel da rein, vorne. Geht so, ne? Ja, geht so. Wir haben das vorgestellt, oder? So, jetzt fehlen nur noch ein paar vernünftige Laufräder und der Rest dazu und dann kann es endlich losgehen. Super, klasse. Schön lackiert. Dezent der Schriftzug in Schwarz, Open. Ja. Sehr nicht schlecht. Doch. Ja, hier beim Hinterbau sieht es natürlich auch super aus, weil es hier eine große Fläche ist. Ist natürlich was Edles. Dauert seine Zeit, aber wenn es dann da ist, ist es ja. Das lange Warten hat sich dann noch gelohnt, muss ich sagen. Freue mich jetzt. Ja, und wie wirst du das Rad aufbauen? Also ich werde mir mit Sicherheit die U-Träger-Schaltung da dran setzen, so wie Dan das auch hat. Hat er mir ja gesagt. Dann werde ich einen Laufradsatz nehmen, den ich sowohl als Rennrad wie auch als Mountainbike erstmal in der Bereifung fahren kann. Den Stance, genau. Ja. Und werde dann, ich denke mal, nächstes Jahr mein Rennrad verkaufen und mir dafür dann nochmal einen vernünftigen Satz Rennradlauf. Okay. Einen vernünftigen Rennradlauf. Wenn du den Stance nimmst, den 27,5 Zolligen mit für die breiten Reifen, da sind Aufkleber von Stance drauf und die Hausfarbe von den Stance-Felgen ist ja weiß-rot. Ja. Das sind aber nur Aufkleber auf den Felgen. Okay. Wenn das nicht harmonieren sollte mit dem Rot, mit dem blauen Anthrazit, blauen Metallic, dann kannst du die Aufkleber einfach abziehen, dann hast du einen schlicht schwarzen Laufradsatz. Oder was vielleicht noch cooler wäre, dass du dir einen Aufklebersatz in dem blauen Ton drucken lässt, dann hast du auch den Laufradsatz in dem Style. Das gucke ich mir dann an, wenn es komplett
Ja, cool. Ja, ja, dann ist ja das schon super. Mal gelungen hier, das Klasse. Unboxing. Astreine super, Nummer, echt. Ja. Prima. Klasse. Das ist dein Rahmen. Dann danke. Haben wir jetzt noch einen weiteren. Okay. Du weißt ja, dass man schon bis auf 40 machen ja, kann, aber dann hast du natürlich eine ruppige Abstufung. 11,32. Ne? Genau. Oder 11,34 geht auch mit Ultegra. Da hast du noch so ein kleines... Reserve, ne? So ein doch, mach ja, wenn mal 11,34, wenn wir da in Südtirol... Wahrscheinlich kann er mit einem 34er gut dann mal sonntags mit uns mitkommen. Dann haben wir das. Dann kommen wir zum Laufansatz. Den ZTR Crest, den wir genau, auch alle so toll finden. Ja. Preis-Leistungs. Ja, sensationell. Aber ganz klar, wenn du den nimmst ja einen 27,5 Zoll. Ja. Genau. Dass du weißt, dass du dafür eine mindeste Breite von 40 mm machen willst. Ne? Okay. Super. Ja, Axels Rad, super Rad, wir sind völlig begeistert hier. Jetzt für eine Kundenbestellung. Ich glaube, ein glänzend weißer Rahmen mit schwarzem Open-Schriftzug. Da sind wir auch schon sehr gespannt. Den packen wir jetzt mal aus. Eine Kombination aus glänzend weißem Rahmen und matten Schriftzug. Gucken wir mal, ob das auch so geworden ist wie bestellt. Ja, okay. Live unboxing. Einfach zu sehen bei der Kameraeinstellung. Der Weißton glänzend, aber der Open Schriftzug ist matt. Ja, fühlt man doch. Ja, aber hier kann man es sehen, die Schraube ist schwarz glänzend, aber der Schriftzug ist eben in matt gehalten. Das ist schon mal. Hier oben nochmal die beiden Buchstaben ab. Flaschenhalterschrauben auch auf dem Oberrohr. Ja, sehr edel. Kann man nicht sagen, sieht schon geil aus. Langes Steuerrohr für XL. Ja. Cool. Sehr beeindruckend. Auch nicht. Die werden jetzt für die Kunden bzw. für unseren Mitarbeiter fertig aufgebaut. Da machen wir auf jeden Fall nochmal ein Video, wo wir jedes einzelne Rad im Detail vorstellen. Aber Dan, du kannst ja schon mal erklären, was wir haben ja vorhin schon mal beim Open was erzählt, was da so angebaut werden soll, bei dem Weißen jetzt auch. Ja, der Unterschied zu dem weißen Rahmen, der hier ist, der Kunde möchte da auch eine klassische Zweifachschaltung von SRAM Red drauf haben, aber keinen Rennradlenker, sondern wie beim Mountainbike einen geraden Lenker mit den Flat Barhebeln und das ist also auch das erste Rad, das Open, was wir in dieser Konfiguration machen, während der Axel, unser Mitarbeiter, dieses Rad mit einer klassischen Ultegra-Schaltung bekommt und einem klassischen Rennradlenker. Ja. Und bei den Lenkern würde ich auch irgendwann nochmal ein Video nachschieben, da gibt es auch spezielle Formen, die sich unterscheiden zu so einem Gravel-Lenker, da machen wir auch nochmal getrennt von. Und ja, also wir werden, wie gesagt, jedes Rad einzeln nochmal detailliert vorstellen, wirklich zeigen, was wir im Detail, also jedes einzelne Teil, was wir gebaut haben, für die Kunden, für jetzt unseren Mitarbeiter, der im Grunde auch Kunde ist.
Und da bin ich sehr, sehr gespannt auch auf die fertigen Räder. Bleibt dran, abonniert den Kanal und ich hoffe, das war jetzt so ganz spannend, mal die Räder hier ausgepackt zu sehen. Freue mich schon, wie wir es aufbauen. Ich bin auch gespannt. Tschüss. Das sieht man gar nicht, weil du klein bist hier hinter dem Karton. Ist das eine Frechheit? Das ist unglaublich hier. Ich muss mich auf den Podest stellen. Wir haben ein neues. Jetzt gucke ich selber in den Monitor. Wir haben einen Openrahmen angeliefert bekommen. Das ist ein klassischer Open, ne? Classic Up. Ja. Egal. Nee, nicht egal. Classic Open. Wahrscheinlich haben wir die Kartons verkauft, oder im schlimmsten Fall. Das fangen wir nochmal an. Ja. Weiß schon, dass die Kamera an war, ne? Das war echt so ein schönes Outtake. Aber wie ist ein Outtake? Gerne, ich kleb's noch mal zu.